Hallo Leute, ich bin Sir Dominik und ich begrüße euch zur 21. Folge der TSG 1899 Hoffenheim Karriere. Ja, Jungs, heute Folge 21. Heute haben wir folgende drei Spiele, und zwar werden wir in der Champions League gegen Schalke Donetsk spielen, danach gegen Köln in der Liga und danach nochmal gegen Leipzig in der Liga. Ich habe für Schalke Donetsk habe ich keine Torhymne gefunden. Deswegen wird's in dem Spiel gar keine Torhymne geben. Und ja, da würde ich sagen, starten wir mit dem Team hier rein, das Spiel gegen Donex. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder drin. Hallo Leute, und ich begrüße euch zum vierten Spieltag der laufenden Champions League Saison. Und zwar trifft die TSG Hoffenheim in der Donbass Arena auf Schachtyor Donetsk. Und ja, wir gehen auf Defensiv und warten erstmal ab, was Donetsk so macht. Und da habe ich die Halbzeit 0-0, nichts passiert in der ersten Halbzeit, das ist auch gut. So kann auch mal eine Folge starten, stark. Okay, würde ich sagen, starten wir in die zweite Halbzeit rein, aber ich werde nochmal einen Kunku rausbringen für Bebu, da werde ich genauso rein starten in die zweite Halbzeit und hoffentlich schießen wir irgendwie ein Tor oder irgendwas. Aber wir müssen eigentlich gegen Donetsk gewinnen. Bebu. Elias Bebu läuft einfach durch und das ist 1-0. Elias Bebu in der 56. Spielminute mit 1-0 für die TSG. Und er ist einfach nur durchgelaufen und hat ihn dann direkt reingeschossen. Jawohl, Jungs. Das war sehr, sehr stark gemacht. Sorry, da sieht man, wie er einfach nur durchläuft. Und dann kommt der gute Schuss und dann Piatow im Tor, der Schacht, der Donitzer. Keine Chancen. Das ist sein erstes Tor, glaube ich, ne? Jawohl. Das erste Tor für Elias Bebu, wir gehen jetzt sogar auf sehr defensiv und halt jetzt einfach. Und das war ein Fehler, ich hätte abspielen sollen, aber da ist nochmal Nicolas Pepe, 0-2, 63 Spielminute. Jetzt kommen wir doch wieder, boom, boom, bam, da sind wir wieder. Da kommt der Doppelschlag für uns gegen, ja. Mir fehlen aber die Worte im Moment. Es war so stark gespielt. Und wieder keine Chance für Piatow. Und damit Nicolas Pepe ist, glaube ich, sein zweites Tor oder sein erstes auch? Zweites, genau. Zweites Tor für ihn. Ich weiß gar nicht, wann er sein erstes geschossen hat. Ich glaube, auch gegen Schachtyor im Hinspiel. Das war es 3 oder 4-2, irgendwie sowas. Keine Ahnung. Wieder zu Bebu. Lacazette 0-3, 67 Spielminute. Was ist denn jetzt mit Schachtyor Donetsk los? Aber anders gesagt, was ist mit der TSG los? 3-0, beziehungsweise 0-3. Was ist los? Ich verstehe es nicht, aber ey, ich beschwere mich gar nicht darüber. Ich habe gedacht, er geht eigentlich gar nicht rein, weil der Donetsk-Spieler danach dazwischen war. Aber Jungs, er geht doch rein. Und somit führen wir 0-3. Lacazette, zweites Saisontor. Stark. Auch erst in der Champions League, okay. Und unter anderem Freistoß für Tyson. Tyson bringt ihn gefährlich, aber das war's. Wir gewinnen 0-3 in Donetsk. So, da sind wir dann auch bei der Freistoß. Ja. Ein Kunku ist aktuell richtig gut drauf. Wie zufrieden sind wir mit der heutigen Leistung? Er muss weiter so spielen. Ich fand jetzt nicht so stark. Donetsk ist deutlich unterlegen. Das zeigen ja auch ihre drei Tore. Was raten Sie Ihrem Gegner? Nicht nachlassen. Immer weiter kämpfen, das ist gut. Der nächste Sieg hat Donetsk ihrer Meinung nach gut gespielt. Nee. Wir waren besser. Ja, ist halt so. Sie waren gut, aber jetzt dann diese 10 Minuten, als sie diese drei Tore bekommen haben, das war halt wirklich tödlich. So, jetzt gegen Köln. Oh, in Köln müssen wir eigentlich gewinnen. Wir sind jetzt 6 Punkte hinter Gladbach. Das wird schon richtig, richtig eng. Ah, müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall gucke ich jetzt erstmal, wie es aussieht mit der Champions League, weil ich glaube, wir sind sogar in der Champions League weiter, meine Jungs, meine lieben Freunde. Ich glaube, wir sind in der Champions League weitergekommen. Können wir kurz schauen. UEFA Champions League. Ich glaube, wir sind weitergekommen. Oh, das sieht aber richtig gut aus. 14-6 Tore haben wir. Alter, wir haben richtig viele Tore geschossen. Wir spielen tatsächlich in Porto, also wir sind eigentlich schon so gut wie weiter. Gegen Donetsk haben wir eine Differenz von 9-2. Ah, das Einzige, was noch schlimm sein könnte, wäre, wenn wir gegen Porto und gegen Mailand verlieren und dann Porto gegen Schachtyor Donetsk noch gewinnen. Dann sind wir noch raus, aber ich glaube nicht, was noch passiert. Gibt es irgendeine Überraschung hier? Ja, nee, Real Madrid erster, passt. Ja, hier, oh, Chelsea, ja, okay. Ja, Barcelona erster, Menu zweiter, Leipzig dritter, passt. City erster, Gala, ja, gut, das ist auch okay. Bayern erster, Arsenal zweiter, ist auch okay. Valencia, oh, PSG nur dritter, okay, mal schauen, was Dortmund da so machen kann.
Dann Liverpool, Olympique Lyon, ja, das passt, denke ich, ja. Also noch keine Überraschungen im Großen. Da würde ich sagen, starten wir mit dem Team rein in das Spiel gegen Köln. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann drin wieder. Hallo Leute, und ich begrüße euch zum 11. Spieltag der laufenden Bundesliga-Saison. Und zwar direkt im Rhein-Energie-Stadion. Der 1. FC Köln auf die TSG aus Hoffenheim. Köln von links nach rechts, wir von rechts nach links. Und ich würde sagen, wir. Also, was weiß ich, ich würde sagen, aber ein gutes Spiel. Pepe mit dem Einwurf, Pereira. Pepe, Gay. Lacazette, 1-0 Hoffenheim. Alexandre Lacazette mit dem 0 zu 1 für uns. Und das ist so wichtig, dass wir jetzt treffen, damit wir vorne an die vorderen drei Plätze noch dranbleiben irgendwie. Jawohl, und die Kölner sind auch direkt vor uns. 0 Punkte zwar vor uns, aber halt besseres Torverhältnis wahrscheinlich. Und da kommt dann Lacazette und erzielt das 1 zu 0. Jawohl, Jungs. Das war wichtig. So, und das ist auch schon wieder sein drittes Tor. Ja, guck mal, drittes Tor. Und er hat nach der Spielzeit wahrscheinlich schon bei Dortmund 10 oder so gehabt. Und da ist Alex Telles. Gay Dash, Lacazette. Oh, lauf durch, mein Freund. Da wird er von Corluca gefoult. Aber alles ist noch gut. Alexandre Lacazette, 0-2. Timo Horn noch mit der wunderbaren Parade. Und dann geht er noch irgendwie ins Tor rein. Und dann Alexandre Lacazette. Hier sieht man es nochmal, da hat Corluca stehen geblieben. Und da konnte man einfach durchrennen. Und da hält den Horn so gut. Und da hat sich schon Lacazette gefreut. Und dann war er drin mit dem 2 zu 0. Man kann es wahrscheinlich mit der Hand, ne? Oh, das ist so bitter, weil er hat ihn sogar gehabt. Und dann sieht man, wie er runterkullert und dann unters Tor geht. Wahnsinn. Viertes Tor von Lacazette. Ich sage, kann er keine Tore schießen. Macht er also direkt einen Doppelpack. Jawohl, da ist der Schiri und er pfeift ab. Und wir führen 0 zu 2 zur Halbzeit. Puh, so. Bayern führt, das ist halt nicht so gut. Leipzig liegt immerhin zurück. Die sind sowieso hinter uns. Die Bayern müssen erstmal straucheln, ne? Bevor sonst auch noch was anderes passiert. So. Würde ich sagen, geht's erstmal weiter in die zweite Halbzeit und eigentlich genauso spielen wie in der ersten, dann gewinnen wir das. Und zwar das zweite von zwei gewonnenen Spielen. So, Schiri, bitte pfeif ab. Dankeschön, dann pfeif ab. Wir gewinnen 2-0 gegen Köln und sind vielleicht vorne dran geblieben. Müssen wir mal schauen, wie die anderen gespielt haben. So, dann sind wir hier in der Pressekonferenz. Lacazette hat 2 Tore gemacht. Ja, insgesamt eine tolle Leistung von ihm, muss man sagen. Ja, war jetzt keine schlechte. Gilt als deutlich stärker als es mit den 2 Toren, sieht man ja. Ah, ich würde sagen, Zweifel sind Gift, ja. Ich weiß, was meine Mannschaft kann. Ich war immer zuversichtlich, dass es heute einen Sieg gibt. Ja, so ungefähr. Glückwunsch, Sie haben schon vor der Pause das Tor entschieden. Ja, verdienter Erfolg, würde ich sagen. Es war wirklich ein verdienter Erfolg. Da werden, glaube ich, keine 2 Meinungen sein. Ja, dann würde ich sagen, passt das und dann mal schauen, wie es aussieht in der Liga. Wir sind vor Köln und wir sind auch vor Dortmund, die haben es noch nicht gespielt. Aber immer noch 6 Punkte hinter Bayern. Es ist noch alles okay. Bayern muss nur 2 Spiele verlieren und dann ist wieder alles in Dortmund natürlich. Also Porsche, habe ich ja gesagt, werde ich verkaufen. Der ist nicht mehr so gut. Müssen wir mal schauen, was wir für den noch bekommen. Na, wir können eigentlich richtig viel verlangen. Und bei 22,5 Millionen sagt Frank Lampard, nö. Will ich nicht. Ja, okay, soll er machen. Hendrix ist verkauft, der ist stark, der wird dann zu Valencia wechseln in der nächsten Saison. In der nächsten. Bleib auf dem Teppich. In der Wintertransferphase, genau, wird er dann zu Valencia wechseln für 25 Millionen. Und dann mal schauen, was wir dann kaufen können. Ah, nochmal Angebot für Porsche. 19 Millionen bieten die schon mal direkt. Okay. Müssen wir mal schauen, dann würde ich sagen, gehen wir mal die Verhandlung rein. So 30 Millionen können wir mal schauen. Ja, und bei 30 Millionen rennt Leipzig sofort raus. Ja, okay. Es läuft jetzt ja alles so langsam. Ich denke, es kommen noch genug Angebote für Porsche, deswegen noch keine Sorge machen. Nein, vergessen zu trainieren. Oh, Transferangebot für Tejes. Da bin ich auch nicht ganz abgeneigt. Da wäre ich auch irgendwie glücklich. Na, ich weiß nicht, weil Tejes ist nicht so gerade der beste Mann, den es gibt. Mal schauen, was sie verdienen lang können. Ich fange es mal mit 90 Millionen an. Enrique Setién Solar, also auch genannt FC Barcelona, ist bereit, 78 Millionen Euro für Alex Telles auf den Tisch zu legen. Sorry, Boys. Dann okay, dann nehmt ihn gerne. Also dann lege ich euch auch keine Steine in den Weg, wenn ihr denn dafür so viel Geld nehmt. Wie gesagt, ich bin ja bei Hoffenheim, ist man ja nicht ganz abgeneigt, irgendwelche Angebote abzulehnen.
Aber das ist wirklich stark, so viel Geld. Mal schauen, was wir dann mit der Transferphase machen können. Da gibt es dann richtig, richtig viele Transfers. So, mal schauen. Ja, wir sind 5 Punkte der Leverkusen, aber Dortmund hat verloren. Oder unentschieden, glaube ich, gespielt. Unentschieden war es. Das heißt, wir sind da wieder dran und Tays ist verkauft. Oh mein Gott, wir kriegen 70,5 Millionen. Hallo Leute, und ich begrüße euch in der Pre-Zero Arena zum 11. Spieltag der laufenden Bundesliga-Saison. Und zwar trifft die TSG aus Hoffenheim daheim gegen RB Leipzig an. Und ich würde sagen, auf ein gutes Spiel. Und da kommt Jamie Vardy und da ist Götze 1-0. Oh Mann, da habe ich nicht richtig aufgepasst und dann schießen das 1-0. Ja, die zögern halt auch nicht. Und da ist Gay, PP 1-1. Und in der 10. Spielminute erzielt Nicolas Pepe das 1:1 und damit sind wir wieder in der Partie drin. Das ist stark. Oh ja, genau. Olmo. Dani Olmo. Warum können wir da den Ball nicht kriegen? Ey, guckt euch das mal an. Ey. Also, nee, das ist doch, dieses Spiel ist doch ein Witz. Dreimal kommt er da durch. Das kannst du mir nicht erzählen. Dass er da dreimal durchkommt und so viel Glück hat, ne, ist doch ein Witz. Dieses Spiel, also manchmal. Ja, komm, war die ehrlich. Dieses Spiel ist doch ein Witz. Da stoppen wir den dreimal und wir kriegen es einfach nicht hin. Weil dieses Spiel einfach so ein Müll ist. Mann, Nkunku, wie kannst du einfach kein Kopfballduell gewinnen? Ich verstehe es manchmal nicht. Ja, pfeift da ab, 2-1. Jetzt nochmal raffen in der letzten, in der zweiten Halbzeit auf jetzt. Das darf doch nicht wahr sein, ey. Warum ist auch Upamecano im Mittelfeld? Das verstehe ich auch nicht. Wieso bleibt das nicht einmal so, wie ich es will? Jetzt bringe ich halt nochmal Upamecano raus. Für Laien ist es so mir egal. Baut was im Mittelfeld. Stärke, Schnelle, irgendwas. So, sehr offensiv. Besser geht's nicht. Und jetzt müssen wir einfach das Tor schießen. Ist mir egal. Jetzt komm, mein Gott! In der 74. Spielminute erzielt Ilias Bebou das 2:2. Pepe Nkunku. Komm nochmal. Nein, dann pfeifst du ab, Schiri, Mann. Ja, 2:2. Ja, Pressekonferenz, super. Vielen Dank. Es darf halt nicht wahr sein, dass wir einfach nicht mehr gewinnen können. Wie mir gerade Posch so auf die Eier geht, ey, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Weißt du was? Lern aus deinen Erfahrungen, du Pisser, ey. 5 Tage ist Gay verletzt, super ist er gegen Porto nicht dabei. Stark. Okay, Leute, wir gucken erstmal auf die Tabelle, bevor ich was anderes mache. Ja, und ich streiche jetzt eigentlich schon die Meisterschaft ab, weil die Bayern da verlieren eh kein Spiel. Das ist das Problem. Ja, wir sind sehr Bremen ist sogar vor uns, wollte ich eigentlich verarschen. 8 Punkte, ja, Leute. Würde ich sagen, war es von dieser Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr gerne Like da lassen, könnt ihr ein Abo da lassen, die Glocke aktivieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Das ist es, Jungs. Haut rein. Bis dann.